Ja, herzlich willkommen, Freunde, hier an der Achtuba. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es hier einen Laubenspot gibt. Und die Laube suche ich hier schon so lange, dass ich... Ja, also ich habe mich sofort in den Flieger geschmissen und werde jetzt mal schauen, ob wir die Laube hier bekommen. Dafür müssen wir zum Camp rennen und da in den Seitenarm angeln. Mit der Stippe, versteht sich, ganz klar. Und mit der Doppelfliegenmontage, allerdings auf eine Tiefe von 35 cm, ziemlich ungewöhnlich. Aber, hey, wenn es klappt, dann ist top, weil die Laube, tatsächlich, braucht man hier an der Achtuba, wenn ich mich recht entsinne. Da. Die Seelaube habe ich schon, aber die olle Laube, boah, die fehlt mir immer noch. Und wenn es hier einen Laubenspot gibt, braucht man nicht mehr großartig hin und her flitzen. Man kann einfach hier die Laube organisieren und dann auf Weißlachs und so ein Gedöns gehen. Hier soll es sein, 123, 111. Auf der Karte wäre das G5. Ich zoome mal einen Ticken rein. Dort, dessen Wessen. Und wie gesagt, auf 35 cm, da nehme ich natürlich meinen Dreitakter raus. Hau auf die eine Fliege noch eine Fliege. Ein paar habe ich noch. Setz das Ganze auf 35. Bin ja mal gespannt. Und hau da flott mal raus. Oh, das sieht man ja richtig gut. Richtig, richtig gut. Nicht. So, was noch? Was war noch? 22er Haken. Ich habe einen 20er. Gut, nämlich einen 22er. Fliege, Fliege. Happy O. Wahrscheinlich bin ich zu weit raus. Oh, ich bin zu Dave. Und ich soll ja flott mal wechseln. Das sieht ja kein Schwein. Tatsächlich nicht. Also ich sehe das nicht. Aber irgendwas ist er. Und so will er bin. Ja, sauber. Hervorragend. Eine Laube. Das ist ja top. Suche ich schon so lange den Spot. Oder so einen Spot. Jetzt brauche ich nur noch irgendwas, was mir nicht, wenn es abreißt, zu sehr schmerzt. Habe ich noch was anderes? Das ist nicht so schön. Das ist zu fein. Das sehe ich auch nicht. Alter Mann, das ist mir zu gefährlich. Dich nehme ich. Das sah saut aus. So, wechseln wir mal der Flock. So. Neu ausbringen, habe ich ja verpasst, da war wahrscheinlich ein Biss dran. Fasseln wir noch die 3 im. Twain 20, da ist sie. Fliege. Und die olle Fliege. Darfst hier nichts machen. Ne? Mal sehen. Da muss ich erstmal jetzt reinkommen. Auch Bane war Dame. Weiß gar nicht, worauf war ich denn los? So lange her, Kenners. So. Vielleicht nicht so weit in Root. Vielleicht doch so weit. Bin weiter weg. Ja, super. Das war ja mit aufditschen. Hervorragend. So, es wird wahrscheinlich nicht die Frequenz sein wie am Dämonenloch. Windenberg. Aber mehr als 3 Angeln geht nicht. Oha, das ist Döbel. Pöbeldöbel.
Guck mal her. Das ist natürlich immer gefährlich, ne? Fliege, Döbelgewässer. Da hat man den Kameraden gerne mal eine Schnur. Ich werde dennoch hier mit Ultraleicht stehen. Und mal gucken, ob wir die olle Trophy hier endlich mal abgebacken bekommen. Oh, oller Döbel, wa? Wie hier für, ne? Sogar ein 24er Haken. Na gut, schauen wir mal. Hoffentlich bleibt das jetzt nicht beim Döbel. Erste Fisch war gleich eine Laube. Darf gerne zurückkommen. Frequenz, ja, werde ich nicht. Ist mir eigentlich relativ Rille, solange die Laube einsteigt und nicht der Döbel. Und ich das Tier hier endlich abbacken kann. Das wäre Weltklasse. Ja, was einen hier auch auf die Schnur schlägt, ab und an ist der olle Frosch, ne? So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ich hatte gerade noch mit so einem Pöbeldöbel zu tun. Aber ich habe eine 81er Laube schon fischen können. Wir stehen 5 Minuten hier. 3 Lauben, ja gut, und 3 Döbel, ne? Das ist natürlich, ja, 50-50. Ich hoffe mal, das bleibt nicht dabei. Und der olle Döbel verkrümelt sich mal. Und da geht schon die... Das ist schon wieder so ein oller Döbel. Das ist nicht schön, ne? Das tut nicht Not. In der Zeit, wo man hier mit dem Döbel kämpft, entgeht einem vielleicht die Laubentrophy. Das ist nicht so geil. Frosch. So ein Turbofrosch. So ein Ritalin-Kamerad hier. Wieder. Bestimmt auch ein Frosch. Oder wieder ein Pöbeldöbel. Mann, 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 Mann. Das will ich gar nicht haben. Kenners, haut ab. Wird ja richtig zum Abenteuer, hier die Laube zu fischen. Gut, man muss natürlich jetzt nicht unweigerlich mit der leichten UL hier stehen. Die hat ja nur 2,2 Kilo Tragkraft. Aber ich hätte schon gern die Laube auf der UL. Und möchte mich hier nicht wirklich mit den starken oder mittelstarken Stöckern hinstellen, um auf Laube zu fischen. Das ist mir dann auch ein bisschen zu spooky. Noch ein Döbel. Warten wir mal die Zeit ab, wann die Laube sich entschließt, hier einzusteigen und der Döbel auszusteigen. Ja? Das ist ja wirklich 50-50 hier. 2, 4, 5, 2, 4, na okay. Döbel. Döbel 1, Laube 0. Aber Laube. Und so viele Lauben habe ich hier an der Aktuba, glaube ich, noch nie gefangen. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe ständig einen Spot gesucht. Ab und an hatte ich mal einen, wo dann ein paar Lauben eingingen, aber ansonsten immer die Rotfeder. Und dann war die Laube wieder weg. Dann kam der Wobler um die Ecke. War die Laube nicht. Und das ist ja die Laube, ist ja nun wirklich einer der, weiß ich nicht, die ich eigentlich immer als erstes beangel.
Aber hier hatte ich nie einen Spot gefunden. Jetzt habe ich einen relativen Spot. Sagen wir es so, wir wollen es nicht übertreiben oder hypen. 123, 111. Wie gesagt, G5. Doppelmontage Fliege, 35 cm Dape. Wie wir sehen, ist aber auch der Döbel hier auf der Ecke. Und der Frosch knallt einen auch ab und an auf die Schnur. Aber mal kicken. Vielleicht kriegen wir das olle Jüsterviech hier weg. Können wir mal reingucken, ob die nur die olle Fliege haben will. Die olle Laube. Oder ob auch die Perlgraube geht. Das ist ja so eher mein Style. Oh Gott, jetzt hier. Was das denn? Hau ab. Nix. Made. Ja, Frosch. Danke. Anderes Fenster, andere Sitten, ne? Da kennt man ja schon. Wo ist die Quay? Die liegt. Und die 3? Ist da hinten irgendwo. Na gut, was lernen wir da draus? Nicht in andere Fenster gehen. Auch an der 8-Huber ist das so. Wie ärgerlich. Da waren bestimmt 2 Trophy-Lauben zwischen. Schauen wir mal, was da noch so geht. Jetzt. Zack. Und pünktlich zum Abendbrot haben wir die Lauben-Trophy hier. Sehr, sehr nice. Ich stehe jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Hab das Tier auf Doppelfliege bekommen. Und jetzt wird's Abend. Und Kinders, wenn ich schon mal hier bin, ich habe gerade einen Wobler ranbekommen auf Perlgraube. Das war eher ein Versehen, denke ich mal. Werde ich jetzt doch glatt mal den Regenwurm drauf dröseln oder worauf immer der Schlammpeitzger gerade steht und werde dann gleich mal testen, ob der hier vielleicht in der Nacht eingeht oder der Stichling. Dann hätten wir gleich einen Kombiplatz. Das wäre ja toll. Auf jeden Fall konnten wir die Trophy hier tatsächlich abpacken an diesem Spot. Ich bin so begeistert. Da ist sie. Endlich habe ich sie weg. Endlich. Tatsächlich so lange gesucht. Das olle Tier. Jetzt habe ich es. 123, 111, 35 cm tief. Ich habe sie bekommen mit einem 22er Haken. Ja. Hier einfach raus vor diese Kante und gib ihn. Eingelaufen sind ein paar Lauben. Gar nicht so wenig für die Zeit. Ich hätte gedacht, das wird weniger sein, aber das ging dann doch noch mal ganz gut los. Eine kleine Rotfeder, Wobler, paar Rotaugen, klar, und diese olle Pöbeldöbel, ja. Und wenn man bedenkt, 2,144 Kilo mit einer Stippe mit einer Tragkraft von 2,2 Kilo, das war schon recht sportlich, aber auch den haben wir irgendwie rausbekommen. Da muss man halt ein bisschen Movement beweisen und den Fisch führen. Ich baue mal schnell um und dann gucken wir mal, was der Schlammpeitzger und Co. hier sagt. Ja, da haben wir den ersten Stichling in der Nacht. Hatten aber auch schon einen Kaulbarsch. Kleines Rotauge. Bin mit Zockmückenlarve hier unterwegs. Alle 3 Routen. Einfach mal gucken, ist ja jetzt noch früh. Was so gibt. Paar, ja, Anfasser hatten wir schon, aber die waren nicht wirklich zu verwerten. Wahrscheinlich ganz kleine Tiere. Wir haben ja jetzt auch nicht die Feinhaken drauf. Normalerweise würde ich hier mit einem 24er Haken zu Werke gehen, wenn es auf einen Stichling geht oder einen Schlammpeitzger. Aber der Schlammpeitzger, den kriegt man auch mit einem 20er oder 19er Haken, den Stichling genauso. Und wenn, möchte ich ja auch tunlichst, möglichst den Kaulbarsch hier vielleicht auch noch abbacken. Das wäre zu toll. Das wäre Weltklasse, wenn ich den hier jetzt auch noch weggefischt bekomme. Hervorragend wäre das. Das würde mich ja richtig freuen. Ja, schauen wir erstmal, was so geht. Ne? Also, Laube haben wir abgebacken auf jeden Fall. Das ist schon mal top. Also, was hier auf jeden Fall geht, in den frühen Morgenstunden ist der neunstachlige südliche, neunstachlige Stichling. Das ist aber auch ein Dreisatz schon fast, wa? Das ist ja auch ein Name. Ja, den kann man auch nur aussprechen, wenn man 8,5
5 Promille im Tormund, glaube ich. Der Kamerad, südlicher neunstacheliger Stichling. Sind jetzt relativ schnell eingelaufen in kürzester Zeit. Und in der Nacht dann eher der Kaulbarsch. Ein Schlammpeitzger ist eingelaufen, neunstacheliger Stichling. Meine Güte, was für ein Name. Anna Achtuba. Weiß ich gar nicht, ob wir den brauchen. Bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube schon. Ne, den Schlammpeitzger. Ja, den brauchen wir auch. Die beiden Kameraden. Stichling habe ich hier selbst mit meinem Main noch nicht. Aber hier kann man dann, wenn man die Laube abgebacken haben sollte, die Nacht über auf Kaulbarsch versuchen. Der läuft auch ein. Alles auf Zuckmückenlarve. Ich bin auf der Tiefe von 1,30. An der Haken habe ich nichts geändert. Sind immer noch dieselbigen. Nochmal ein Kaulbarsch. Leider kann ich die Tiere alle nicht wirklich gebrauchen mit diesem Charakter, da ich keine Köfis verangeln kann. Das ist eine Laube. Okay, auf 1,30. Ja, meinetwegen. Also selbst die Laube kommt wieder. Und man kann relativ lange auf den neuen Stachler fischen. Und da sind so einige eingegangen bis jetzt über die Nacht. Und jetzt halt in den frühen Morgenstunden ging es dann halt richtig los. Man sieht es hier, 11 Minuten, 9 Minuten, 9 und dann ging das los. Zack, zack, zack. Kaulbarsch lief auch die ganze Nacht über ein. Bedenwatt. Was ist hier los? Was liegst du da so flach rum, du oller Jüster? Ja, jetzt kommen schon die ersten Karauschen und Giebels und Schuppenkarpfen. Jawohl, mit 300 Gramm auf dem 22er Haken oder was? Ja, und Zuckmückenlarve. Na, bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Die braucht man dann nicht in groß. Wo ist der Flott hin? Das habe ich doch gerade erst ausgebracht. Ach da. Mann, Mann, Mann. Am besten holt ihr euch irgendwelche Flots, die leuchten, blinken und was weiß ich nicht alles. Ich habe aber und an wirklich ein paar Probleme, die Dinger zu sehen hier in diesen ollen Tümpel hier. Aber nichtsdestotrotz, die Laube haben wir abgebacken. Neun Stachler kann man hier auch fischen tagsüber. Dann halt einfach den Köder wechseln auf Zuckmückenlarve im Bedenbad Deber gehen. Ungefähr einen Meter tiefer. So, und dann läuft das. Oh, ein Schlammpeitzger. Dort bin wenig, aber da gibt es bestimmt auch noch einen anderen Spot. Den werde ich dann auch noch rausfinden und suchen. Und Kaulbarsch hat man auch die Chance hier. Nachts. Tagsüber, wie wir sehen, hält sich das jetzt alles ein bisschen in Grenzen. Ich sag mal so bis 6 Uhr, 7 Uhr. Wenn man wirklich viel Geduld hat und dann sollte eigentlich auch schon gut sein. Ja, Kinders, wir sehen uns gleich mal beim Fischheini, denn das Café hat ab und an richtig Bock auf Stichlinge. Ich weiß nicht, ob das hier eine Delikatesse ist. Ja, wir essen ja Stint. Vielleicht ist das so hier an der Achtuba so der Stint. Der Achtuba. Wieder eine Laube. Jetzt kommen die Lauben wieder. Selbst auf Zockmückenlarve bekommt ihr die Tiere. Selbst in einer Tiefe von 1,30. Vielleicht umgeht man da sogar. Das werden wir jetzt gewahr. Den Döbel sieht aber nicht so aus. Noch einmal muss ein Viech kommen. Das war ja so klar. Das ist nicht mal ein Döbel. Das ist eine Schlei. Ja. Nehmen wir auch noch mit. Dann sehen wir uns gleich beim Händler und schauen mal, was der Ganze gebracht hat. Auch wieder kein Spot wirklich zum Silber- und EP-Fischen, das ist klar. Es ist einfach dafür gedacht, die Laube hier abzubacken. Vielleicht den Kaulbarsch, der hier auch nachts reinrennt. Und der Stichling, der hier auch reinrennt. Wie gesagt, Schlammpeitzger habe ich hier eine Zeit lang gefischt an diesem ollen Stock. Das ging ganz gut. Oder da hinten an dem Seerosenfeld müsste ich testen, ob er da wieder sitzt. Dann gibt es da noch im Kanal irgendwo. Hier irgendwo ist das. Gab es auch mal einen Spot. Da lief auch der Wobler eine Zeit lang, vorgestellt von Firearm TV, glaube ich. War's. Ich glaube, Ingo Dingo Gaming hat den auch mal vorgestellt. Haben so viele schon vorgestellt. Also davon mal ab. So, da lief der auch mal eine Zeit lang. Der Schlammpeitzger ziemlich gut auf Regenwurm. Müsste man testen. Ist so halt wie in den meisten Szenarien und an den meisten Gewässern, dass es mehrere Spots gibt, die man mal anlaufen muss und dann
schauen muss, wo läuft es am besten. Und wo sitzt das Tier und was brauche ich überhaupt? So, Schlammpeitsker drin, 200 Gramm ist dann auch, ja, nicht ganz so nicht Trophy. Also ist schon Trophy. So, schauen wir mal, was wollen wir haben? 20, ne? 6 Stück 20 Gramm, die kriege ich wohl zusammen. Mehr Kohle kriege ich da auch nicht raus. Beim Bescheini. Schlammpeitsker habe ich nicht, Stichlinge will er nicht. Kommen wir hier mal rein. Wo ist die Trophy? Knapp 40 Silber. Alleine, gut, das hat sich schon gelohnt, wenn ich jetzt noch den, was bringt der Stichling? Der ist jetzt nicht so weit vorne mit 3,43. So, aber alles insgesamt mit den ganzen Döbelviechers und so nochmal 140, sind 180 eingesteppt in, ja, knapp einer Stunde. Ne? 180 Silber eingesteppt, mit Trophy abgebacken. Habe ich dich jetzt verkauft oder nicht? Natürlich nicht. Trophy abgebacken, Spot gefunden, Kaulbarsch läuft ein. Das ist das nächste, was ich versuchen werde, irgendwie mir zu angeln. Kaulbarsch und Stachler und den Schlammpeitsker. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spot. Falls ihr die Laube sucht, geht da mal hin. Das Schöne ist, für die Leute, die dann auch gleichzeitig noch mit Köfis arbeiten können, können die sie dann abends verteilen hier an die armen Weißlachse und wie sie nicht alle heißen. Ne? Das ist alles, alles machbar und bringt alles Silber. Gut, Kinders. Ich bin froh, ich habe die olle Laube abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr da auch so Probleme hattet, das Viech hier zu finden. Jetzt habt ihr einen Spot, wenn ihr den suchen solltet. Also den Fisch, die Laube, die Uckelei auch genannt. Geht da mal hin. 123, 111, Fliegel, also Doppelmontage, 35 cm tief, 22er Haken und abgeidert. Aber seid gewahr, der Döbel ist auch noch da. Gut, hat sich gereimt, war nicht gewollt, hat sich so ergeben. Ich wünsche euch was und dann sehen wir uns das nächste Mal. Haltet euch, bleibt stabil. Bye, bye.